Herzlichen Dank, Herr Kollege Schalauske. Nächster Redner für die Fraktion der Freien Demokraten ist der Abg. Jürgen Lenders. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es hat die Debatte doch eine etwas andere Rede oder eine andere Wendung genommen als das, was man aus den Anträgen hätte vermuten können. Wir sind zu einer Generalaussprache zur Bundeswehr gekommen. Und meine Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren von der AfD, die Freien Demokraten brauchen nicht die AfD, die Alternative für Deutschland, um eine Position klar zu beziehen, die sich für eine Parlamentsarmee der Bundeswehr ausspricht, die sich klar dazu positioniert und solidarisch zeigt zu den Soldatinnen und Soldaten, die im Moment seit Jahren jetzt auch mit einem großen Strukturwandel schon zu kämpfen haben und die von Politik eins erwarten dürfen, und zwar, dass sie für ihren Job Orientierung bekommen. Dass sie Orientierung bekommen. Das sind Menschen, die bereit sind, ihr Leben zu geben für die Sicherheit und für die Interessen unserer Bundesrepublik Deutschland. Und das tun sie im In- und Ausland. Und ich glaube, dass diese Diskussion, die wir jetzt hier mit zwei polarisierenden Lagern erlebt haben, eben diese Orientierung nicht dadurch bekommen, sondern ich glaube, dass es dann vielleicht tatsächlich die Parteien und die Fraktionen aus der Mitte heraus sind, die vielleicht das Bild wieder ein bisschen zurechtrücken müssen. Herr Schalauske, ich habe Verständnis dafür, dass Sie eine Position versuchen einzunehmen, dass Sie sagen, es darf keine Bundeswehr im Ausland geben. Aber ich finde es schon ziemlich unerträglich, dass Sie die Verbrechen, die anerkannten Verbrechen der Wehrmacht mit der Bundeswehr gleichsetzen. Genau das haben Sie gemacht. Die Erfahrung aus der NS-Zeit, Herr Schalauske, hat genau zu dieser Parlamentsarmee geführt, zu der wir uns als Parlamentarier auch wirklich dringend bekennen sollten. Es sind genau die Erfahrungen aus der Wehrmacht. Herr Kollege Lenders, Kollege Schalauske möchte eine Zwischenfrage stellen. Lassen Sie das zu? Er kann Nein, später noch einmal derzeit reden. Nicht. Meine Damen und Herren, die Bundeswehr hat viele Wehrpflichtige in ihrer Zeit aufgenommen. Und das ist eine Armee aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Viele von Ihnen haben vielleicht bei der Bundeswehr gedient, genau wie ich. Und da muss ich ja schon sagen, dass man während des Hessentages dann hat lesen müssen, finde ich recht unerträglich. Weil ich mich sehr stark mit den Soldatinnen und Soldaten auf dem Hessenfest identifizieren konnte, weil das auch Teil meiner Lebenserfahrung ist, dort einmal auf solcher Gerätschaft gestanden zu haben und sich dort der Mitte der Bevölkerung zu präsentieren, ganz offen, mit offenem Visier zu sagen, was machen wir hier eigentlich, wer sind wir hier eigentlich und welche Legitimation haben wir. Meine Damen und Herren, die Bundeswehr gehört auf den Hessentag, sie gehört in die Mitte unserer Gesellschaft. Und Herr Schalauske, zu Ihrem Thema zu den Auslandseinsätzen. Ich möchte es nie wieder erleben. Ich möchte es nie wieder erleben, dass wir einen militärischen Konflikt wie im Kosovo haben und dass wir Soldaten haben der NATO, die unbeteiligt daneben stehen und das Abschlachten von Menschen ansehen. Nie wieder. Nie wieder. Ich kann Ihnen sagen, es ist ein Trauma für die Niederländer bis heute. Es ist ein nationales Trauma für die Niederländer. Und ich kann nur hoffen, dass wir nie wieder in solch eine Situation kommen. Und Herr Schalauske, Sie müssen dann auch einmal die Frage beantworten, wenn Sie sagen, Sie wollen keine Armee. Warum denn ausgerechnet Länder, in denen Ihr Politikstil, Führungsstil ist, immer Militär eine besondere Rolle hat? Die Frage müssen Sie einmal beantworten. Immer dann, wenn Ihr Politikansatz regiert, ist auch Militär Teil der politischen Führung. Den Widerspruch müssen Sie uns irgendwann einmal erklären.
Meine Damen und Herren, die Wehrpflicht ist abgeschafft worden bzw. ausgesetzt worden, und zwar aus gutem Grund, weil die Wehrgerechtigkeit nicht mehr existiert hat. Und die Wehrgerechtigkeit steht bei uns in der Verfassung drin. Und deswegen war es richtig, dass die Wehrpflicht nicht mehr in der alten Form existiert. Sie hatte allerdings auch viele Vorteile. Sie hatte viele Vorteile, weil Menschen sozusagen immer im Austausch bei der Bundeswehr waren, während ihrer Dienstzeit dann auch in Gesellschaft ausgetauscht waren. Und, meine Damen und Herren, dass dieser Austausch nicht mehr ganz so gut funktioniert und dass die Bundeswehr heute auch darauf angewiesen ist, Menschen zu finden, die sich dann über viele Zeiten, Jahre verpflichten, das ist eine Herausforderung, die sich die Bundeswehr aber gerne stellt. Meine Damen und Herren, und dazu zu der Möglichkeit, wie funktioniert Bundeswehr, da gehören eben auch die Jugendoffiziere und Mitarbeiter der Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in den Schulen hier bei uns in Hessen und in ganz Deutschland. Die Bundeswehr, meine Damen und Herren, und die Arbeit, die die Jugendoffiziere dort leisten, die Einbindung, ist an den Schulen interessensgerichtet, sie klärt auf. Und ich glaube auch, dass gerade die Jugendoffiziere auch in der Lage sind, vielleicht ein falsches Bild, eine falsche Erwartungshaltung, die ein junger Mensch an die Bundeswehr haben könnte, dem auch etwas entgegenzusetzen und solch ein Bild dann auch zu revidieren, damit junge Menschen auch wissen, welche Aufgabe die Bundeswehr hat. Bei dem einen oder anderen Abgeordneten wäre es vielleicht mal gut gewesen, er wäre so einem Jugendoffizier hier mal begegnet, dann hätte er vielleicht eine etwas andere Einstellung. Meine Damen und Herren, die Jugendoffiziere begleiten nicht selten den Rang eines Hauptmanns, also das ist der Rang eines Kompaniechefs. Das sind Menschen, die durchaus für viele auch tatsächlich Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das machen die Jugendoffiziere auch in besonderer Weise vorbildlich. Und ohne, dass sie für den Beruf des Soldaten werben, aber dann doch eben ein klares Bild zeigen, was dann als Aufgabe auf sie dort zukommt. Und deswegen, meine Damen und Herren, für uns ist wichtig, für uns ist daher völlig klar, dass die Jugendoffiziere im Rahmen der politischen Bildung Zugang zu unseren Schulen haben müssen. Die Jugendoffiziere der Bundeswehr und die Mitarbeiter der Stiftung Friedens- und Konfliktforschung weiterhin in den Schulen über ihre Aufgaben informieren dürfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Zu einer Kurzintervention hat sich gemeldet der Abgeordnete Schalauske für die Fraktion der AfD. 2 Minuten. Entschuldigung, Herr Schalauske, für die Fraktion DIE LINKE, aber die 2 Minuten stimmen trotzdem. Ja. Ja, Herr Präsident, diese Richtigstellung, die war mir doch sehr wichtig. Eine Kurzintervention zu einem Punkt, weil 2 Minuten nicht ausreichen, um auf alle Ihre Punkte einzugehen, Herr Lenders. Ich möchte aber einen Punkt noch einmal klarstellen, weil ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob Sie mich nicht richtig verstanden haben oder vielleicht nicht richtig verstehen wollten. Ich hoffe einmal Ersteres. Ich habe ausdrücklich nicht die Wehrmacht und die Bundeswehr gleichgesetzt. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich habe ja sogar versucht zu erläutern, was sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist und wie es wieder dazu kam, dass es in Deutschland eine Armee gab. Was ich aber wohlfeil und nicht akzeptabel finde, dass die Rechtsaußenfraktion hier ein Bekenntnis zur Bundeswehr, zu einer Parlamentsarmee, von allen einfordert, während sie aber Leute in ihren Reihen hat, die die Verbrechen der Wehrmacht relativieren und die ein ungeklärtes Verhältnis zur Geschichte haben. Das finde ich wohlfeil und inakzeptabel. Und somit sind Sie auch für mich in dieser Diskussion kein glaubwürdiger Diskussionspartner. Das wollte ich sagen, Herr Lenders. Ja, herzlichen Dank, Herr Kollege Schalauske. Herr Kollege Lenders kann, wenn er möchte, gerne antworten. Es ist ein so schöner Abend. Herr Schalauske, vielen Dank für die Klarstellung. Ich glaube, was Sie Richtung AfD gesagt haben, das kann ich sogar unterstreichen. Je
Relativierung, die die AfD Richtung Wehrmacht macht, ist auch für mich unerträglich. Aber eins gehört sicherlich zur Wahrheit dazu. So wie sie sich, wie die Linke sich verhält, wie die Linke sich zum Hessentag geäußert hat, wenn die Linke in Deutschland in der Mitte der Gesellschaft ankommen will und im Parlamentarismus, dann erwarte ich auch von der Linken ein klares Bekenntnis zu unserer Bundeswehr und unserer Länderverteidigung. Meine Damen und Herren, da machen Sie sich einen immer verdammt schlanken Fuß. Das wäre auch gut gewesen, wenn Sie hier klar gesagt hätten, wir stehen zu den Soldatinnen und Soldaten und zur Bundeswehr der Bundesrepublik Deutschland. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Nächster Redner für die Fraktion der Christdemokraten ist der Kollege Armin Schwarz. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Frieden, Freiheit und Sicherheit fallen nicht vom Himmel. Frieden, Freiheit und Sicherheit sind keine Selbstverständlichkeit, sondern Frieden, Freiheit und Sicherheit müssen tagtäglich nach innen und nach außen von Demokratinnen und Demokraten und vom gesamten Volk getragen werden. Das ist mir wichtig, vor die Kammer zu setzen, meine Damen und Herren. Und damit auch das klar ist, wir haben nicht auf die AfD gewartet, um hier ein Bekenntnis zur Bundeswehr abzugeben. Wertschätzung der Bundeswehr ist eine dauerhafte Frage. Und ich will nur daran erinnern, auch wenn es Ihnen schwerfällt, das zu ertragen, es waren Reservisten der Bundeswehr, die in der herausfordernden Zeit 2015 sich intensiv in den hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen engagiert haben, damit diese große Herausforderung gelingen konnte. Und da danke ich den Kameradinnen und Kameraden sehr herzlich für. Und deswegen will ich Ihnen eines zurufen. Es entspricht dem Selbstverständnis einer Demokratie, dass ihre Sicherheit Angelegenheit des gesamten Volkes ist. Ja, unsere Soldatinnen und Soldaten sind Staatsbürger in Uniform. Ja, sie dienen in einer demokratisch legitimierten Parlamentsarmee. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Landesverteidigung und zur Friedenssicherung in Deutschland, in Europa und in der Welt. Gleichermaßen auch ein wichtiger Beitrag wird geleistet im Bereich der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Und Herr Schalauske, das will ich an dieser Stelle mal deutlich herausarbeiten. Es ist unerträglich, dass Sie die Bundeswehr als eine Kriegsarmee bezeichnen. Das überprüfen wir auch gerne im Protokoll. Das haben Sie so gesagt. Es ist eine Friedensarmee. Und wir bekennen uns als Demokratinnen und Demokraten dazu, dass von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen darf. Und deswegen, damit wir das auch mal klären, ich bin im hohen Maße dankbar dafür, dass die Soldatinnen und Soldaten ihren Dienst zum Wohle von uns allen, zur Sicherheit von uns allen erfüllen. Und dass sie dafür Sorge tragen, dass wir Teil eines demokratischen Wertebündnisses sein dürfen. Nämlich Solidarität ist eine zweiseitige Sache. Und dazu gehört auch, dass man sich engagiert und einen Beitrag dazu leistet, dass eine Verteidigungsgemeinschaft funktionieren kann. Wir hatten heute Morgen die Debatte 70 Jahre Luftbrücke. Ja, es waren die amerikanischen Freunde, die uns seinerzeit befreit haben und uns heute in die glückliche Lage versetzen, dass wir heute demokratisch miteinander diskutieren können, dass wir unterschiedliche Positionen aushalten und dass wir seit über 70 Jahren in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben. Dieser Frieden ist aber zu sichern. Und da muss man tagtäglich immer wieder daran erinnern, denn in einer solchen langen Friedensphase hat noch kein Mensch in Gesamteuropa in der Geschichte dieser Welt gelebt, meine Damen und Herren.
Die Bundeswehr ist verankert in der westlichen Wertegemeinschaft. Die Bundeswehr ist verankert auch in Hessen. Und ich freue mich darüber, dass wir Bundeswehrstandorte in Frankenberg, Kollege Weinmeister in Fritzlar, in Schwarzenborn, Stadteilendorf haben. Ja, gerne wäre ich auch zu jeglichem Gespräch bereit, einen weiteren Standort in Hessen zu finden. Gar keine Frage. Wir haben das Landeskommando Hessen. Und ich habe in jüngster Zeit mehrere Gespräche mit dem Chef des Landeskommandos, General von Röder, mit Oberst Zeyer, Oberstleutnant Seemann am Rande des Hessentages auch geführt. Hochinteressante Gespräche, immer im Zusammenhang, wie kommunizieren wir, wie schaffen wir Verständnis bei den Bürgerinnen und Bürgern für unsere Arbeit. Denn in der Tat, seit dem Jahr 2011 ist die Wehrpflicht ausgesetzt. Und gerade deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass insbesondere junge Leute Verständnis dafür haben, wie auch Landesverteidigung und wie die Sicherung von Frieden und Freiheit funktionieren. Deswegen ist es gut, dass wir einen Kooperationsvertrag zwischen Bundeswehr und dem Hessischen Kultusministerium haben. Ein Kooperationsvertrag, der dazu die Möglichkeit gibt, dass Jugendoffizierinnen und Jugendoffiziere in die Schulen gehen. Im Übrigen, weil das auch so eine völlig absurde Debatte war, die Sie ins Land geführt haben, ist der Schulleiter, der natürlich das Hausrecht hat und sagt, man darf jemand kommen oder darf jemand nicht ins Haus kommen. Das wird immer über den Schulleiter angemeldet. Da bedarf wir keine Statistik, die wir erheben müssen. Es ist die Expertise Dritter, die schon immer an Schulen eine hohe Wertschätzung gefunden hat, sind im Übrigen auch die Akteure der Friedens- und Konfliktforschung, sind im Übrigen auch junge Unternehmer, Start-ups, die beispielsweise an beruflichen Schulen sind und so weiter und so fort. Vertreter der Bundesagentur für Arbeit, Vertreter von anderen Verbänden. Das ist eine völlig normale Sache und ist eine sinnvolle Ergänzung von Unterricht. Ich glaube, darauf sollte man eingehen. Aber zurück zur Rolle der Jugendoffiziere. Das Grundgesetz umfasst ja gleichermaßen das Friedensgebot, aber auch das Verteidigungsgebot. Und diesen komplexen Zusammenhang von Sicherheitspolitik, von Friedenssicherung bedarf einer fundierten und frühzeitigen Kommunikation. Denn nur so kann das Ziel erreicht werden, Auftrag und Aufgaben der Bundeswehr zu vermitteln, zu erklären. Und das macht Bundeswehr dann auch mit Öffentlichkeitsarbeit. Ein wesentlicher Teil dieser Öffentlichkeitsarbeit wird von den Jugendoffizieren verrichtet, die allerhöchste Wertschätzung genießen. Das will ich sehr deutlich sagen. Ich habe zu meiner Zeit selber in einer gymnasialen Oberstufe Jugendoffiziere gehabt, die berichtet haben, es waren hochspannende Diskurse, wo tatsächlich dann auch Meinungsbildung und Meinungsnichtprägung aber möglich war. Und ich betone ausdrücklich, weil das auch so ein Unsinn war, der hier behauptet wurde, als wäre das Werbekampagne. Es ist keine Rekrutierungsfrage, die auf Hessentag stattfindet, keine Werbenummer, auch nicht an Schulen. Na ja, auch das können wir da noch einmal im Protokoll nachlesen, wie Sie manche Dinge in einen Zusammenhang stellen, der schlicht unanständig ist. Und ich glaube, das muss man an dieser Stelle mal deutlich unterstreichen, wes Geisteskind Sie sind. Und deswegen, das können wir dann ja sehen. Und deswegen kommen wir jetzt noch einmal auf den Hessentag zu sprechen. Ja, es war eine vorzügliche Visitenkarte, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Bundeswehr auch dieses Jahr wieder auf dem Hessentag abgeliefert hat. Das hat Spaß gemacht. Das waren tolle Gespräche. Und ich bin froh darüber, dass zumindest die GEW in diesem Jahr nicht die Kampagne wie 2018 in Korbach gefahren hat, keine Klassen dort zuzulassen. Ganz im Gegenteil zu jenen. Sie haben ja immer das Gleiche gemacht und im Übrigen auch noch einmal wiederholt. Gerade noch einmal wiederholt, was Sie davon halten, dass die Bundeswehr auf dem Hessentag ist. Sie produzieren damit genau das Gegenteil dessen, was Sie erreichen wollen. Im letzten Jahr waren 1.800 Schüler
bei der Bundeswehr zu Besuch. In diesem Jahr waren es gut 2.500 Schüler. Da bin ich auch den Reservistinnen und Reservisten dankbar, die dort 10 Tage ehrenamtlich ihren Dienst machen. Ich will es ja nur gesagt haben. Ehrenamtlich machen die dort ihren Dienst im Sinne der Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern. Das ist toll, und das dient Respekt, Dank und großer Anerkennung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen will ich versöhnlich schließen. Es wird auch gut für Ihre Redezeit sein, Herr Kollege Präsident, Schwarz. Herr Präsident, das ist auch gut für meine Redezeit, selbstverständlich. Noch einmal, Strich runter. Frieden, Freiheit und Sicherheit sind hohe Güter. Die gilt es zu leben, zu lieben und zu verteidigen. Die Jugendoffiziere und die Akteure der Friedens- und Konfliktforschung leisten einen wichtigen Beitrag dazu, auch an unseren Schulen. Ich danke den Kameradinnen und Kameraden und allen, die für Demokratie und für unser Land stehen, herzlich dafür und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Ja, fantastisch. Das waren exakt 10 Minuten, Herr Kollege Schwarz. Jetzt gehe ich davon aus, dass die Landesregierung redet. Der Kultusminister steht schon in Position. Und dann darf ich Ihnen auch das Wort erteilen, Herr Staatsminister Professor Lorz. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Bundeswehr ist seit ihrer Gründung ein Garant für Frieden in Deutschland und Europa. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur Landesverteidigung, und sie erfüllt die Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der Bündnisse mit unseren vielen europäischen und internationalen Partnern. Dass die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands seit Jahrzehnten in Frieden und Freiheit leben können, verdanken wir daher nicht zuletzt den Soldatinnen und Soldaten unserer Bundeswehr, die unter Einsatz ihres Lebens und ihrer Gesundheit für die Sicherheit unseres Landes sorgen. Und das tun sie nicht nur hier vor Ort auf ihren Dienstposten, sondern auch in europäischen und internationalen Einsätzen fern der Heimat. Und meine Damen und Herren, ich erwähne das hier ganz bewusst, weil diese Einsätze naturgemäß mit einer besonderen Verantwortung, mit harten Entbehrungen und persönlichen Gefährdungen bis hin zum höchsten Opfer verbunden sind. Deswegen muss die Frage gestellt werden, warum tun diese Menschen das und warum gibt es diese Einsätze? Das sind ja niemals deutsche Alleingänge. Das sind immer Aktionen im Dienste der internationalen Staaten und der westlichen Wertegemeinschaft. Und um diese Werte geht es auch. Um Freiheit, um Demokratie, um Rechtsstaatlichkeit und um Respekt vor der Würde des Menschen. Dafür spreche ich den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr an dieser Stelle ausdrücklich die Anerkennung und den Dank der Hessischen Landesregierung aus. Speziell dem Landeskommando Hessen möchte ich darüber hinaus für die hervorragende Partnerschaft auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes danken. Wir wissen doch alle, wenn es darum geht, für Menschen in Not, etwa nach Naturkatastrophen, schnelle und kompetente Hilfe zu leisten, dann ist die Bundeswehr stets mit zur Stelle. Die Bundeswehr hat aber auch, ja, das THW natürlich auch, das höre ich als ehemaliger THW-Helfer natürlich besonders gerne. Da habe ich beim Hessentag auch registriert, mit großer Freude, die Kameradinnen und Kameraden. Die Bundeswehr hat aber auch noch ein paar Besonderheiten, auf die wir stolz sein können, meine Damen und Herren. Und die entscheidende ist, sie ist eigentlich auch von jedem Redner bisher schon genannt worden, sie ist eine Parlamentsarmee. Ihre Einsätze unterliegen parlamentarisch festgelegten Regeln, und speziell im Ausland kann sie auch nur mit einer Spezialermächtigung des Deutschen Bundestages tätig werden. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das ist jetzt der Punkt, den ich mal hinzufügen möchte. Denn in den allermeisten Staaten dieser Welt, übrigens auch in vielen entwickelten Demokratien der westlichen Welt, und zwar gerade in solchen, die ältere demokratische Traditionen haben als wir, sind militärische Einsätze Kernbereich und Prärogative der Exekutive. Wir haben uns in Deutschland natürlich vor dem Hintergrund unserer Geschichte bewusst für eine engmaschige demokratische Kontrolle der Streitkräfte entschieden. Und das ist auch gut so, meine Damen und Herren. Aber weil das so ist, gibt es auch sogar eine verfassungsrechtliche Verpflichtung, den Auftrag und die Aufgaben der Bundeswehr für die Bevölkerung transparent darzustellen. Und nichts anderes tut die Bundeswehr im Rahmen ihrer Informationsarbeit. Und auch aus diesem Grund ist es gut und richtig, dass die Bundeswehr auf jedem Hessentag präsent ist, wie wir es gerade erst wieder erlebt haben. Und der Zuspruch der Bürgerinnen und Bürger zeigt ja auch, wie gefragt sie bei solchen Gelegenheiten ist. Aber dazu darf ich auf das verweisen, was der Ministerpräsident heute Morgen schon ausgeführt hat. Und ebenso ist es gut und richtig, und damit bewege ich mich jetzt in mein Ressort, dass die Bundeswehr die Institution der Jugendoffiziere unterhält und dass diese an den hessischen Schulen zum Einsatz kommen. Und dafür stehe ich auch weiterhin ein, meine Damen und Herren.
Wenn diese Einsätze der Jugendoffiziere dienen der staatsbürgerlichen Ausbildung und der Information unserer jungen Menschen. Sie sind anerkannte und gut ausgebildete Experten für außen- und sicherheitspolitische Fragestellungen, und an denen mangelt es nun wirklich nicht, meine Damen und Herren. Bürgerkriege, die meistens unter Missachtung des humanitären Völkerrechts geführt werden, Failing States oder Staaten, in denen heute schon keine zentrale Autorität mehr existiert, transnationaler Terrorismus, nichtstaatliche Gewalt, Vertreibung und Völkermord in Geschichte und Gegenwart, das sind alles Themenfelder, die wir in der Schule behandeln, die auch in der Schule behandelt werden müssen. Natürlich durch unsere Lehrkräfte, etwa vor allem im Fach Politik und Wirtschaft. Aber hier wie überall können externe Experten den Unterricht nur bereichern und unseren Schülerinnen und Schülern eine ganz eigene Perspektive auf diese Fragestellungen eröffnen. Und vielleicht, Herr Kollege Schalauske, könnten Sie sogar Sie zu der Frage bringen, wie vielen Menschen eigentlich die humanitären Interventionen, an denen die Bundeswehr bisher beteiligt war, das Leben gerettet hat. Das wäre jedenfalls mal eine spannende Frage. Ja, wie viele wären ums Leben gekommen? Haben wir vergessen, wie die Taliban in Afghanistan gewütet haben und teilweise schon jetzt wieder wüten? Haben wir Srebrenica vergessen, das, worauf der Kollege Lenders vorhin hingewiesen hat? Aber gut, vielleicht lassen wir diese Diskussion für einen anderen Tag. Wie gesagt, ich fand es sehr schön, was der Kollege Lenders dazu ausgeführt hat. Da gäbe es noch viel an dieser Stelle anzuführen. Mir sind ein paar Sachen wichtig, was den Einsatz der Jugendoffiziere anbetrifft. Erstens, das, was ich gesagt habe, gilt natürlich nicht nur für die Jugendoffiziere, sondern ebenso auch etwa für Akteure aus der Friedens- und Konfliktforschung. Und es sind eigentlich oft die reizvollsten und fruchtbarsten Veranstaltungen, wenn die Vertreter unterschiedlicher Positionen mit ihren Sichtweisen aufeinandertreffen. Da können die Schülerinnen und Schüler im Zweifel am meisten davon lernen. Und deswegen sind auch die herzlich eingeladen, sich an entsprechenden Diskussionen in unseren Schulen zu beteiligen. Trotzdem, das ist wichtig festzustellen, alle diese Anforderungen von Seiten der Schulen sind freiwillig, wie übrigens die Einbindung aller außerschulischen Partner in den Unterricht. Es bleibt immer die Entscheidung und die pädagogische Verantwortung der einzelnen Schulleitungen und Lehrkräfte. Weiter. Die Jugendoffiziere betreiben keine Werbung für die Bundeswehr. Sie führen auch keine Maßnahmen zur Personalgewinnung durch. Dafür gibt es bei der Bundeswehr eigene Karriereberaterinnen und Karriereberater, und das ist strikt voneinander getrennt, und auch das ist gut so. Und schließlich sind die Jugendoffiziere, wie alle Akteure im Bereich der politischen Bildung, dem Beutelsbacher Konsens verpflichtet, also dem Überwältigungsverbot, der Subjektorientierung und eben auch dem Kontroversitätsgebot. Auch daran sind sie gehalten, auch daran halten sie sich, dass eben auch unterschiedliche Sichtweisen dargestellt werden, auch dort, wo sie nicht gerade vielleicht durch einen Gegenpart in der Diskussion selbst verkörpert werden. Meine Damen und Herren, zum Abschluss habe ich noch eine frohe Kunde für den Kollegen Krüger. Bestandteil unserer Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr ist ja auch die Vorlage eines jährlichen Berichts des Landeskommandos Hessen über die Arbeit der Jugendoffiziere. Diese Berichte waren in der Tat bislang intern, flossen aber bereits in den bundesweiten Jahresbericht der Jugendoffiziere der Bundeswehr ein, den man ja auf den Internetseiten des Bundesverteidigungsministeriums unproblematisch findet. Für die Zukunft haben wir mit dem Landeskommando Hessen aber abgesprochen, diese Berichte schuljahresbezogen zu erstellen und um die datenschutzrelevanten Informationen zu bereinigen, sodass die Berichte dann auch auf Nachfrage öffentlich zugänglich gemacht werden können. Meine Damen und Herren, mehr Transparenz geht nicht. Und ich hoffe, dass... Ja, das ist, weiß Herr Rudolph, Sie können es nicht lassen. Wenn ich noch mal eine frohe Botschaft gerade auch mit Ihrer Fraktion mitbringe, dann müssen Sie noch einen draufsetzen. Aber okay, lassen wir es für heute dabei beenden. Meine Damen und Herren, ich hoffe einfach, und damit möchte ich schließen, dass unsere Soldatinnen und Soldaten, die einen zentralen Auftrag unserer Verfassung erfüllen, dafür in Zukunft auch von allen Seiten die gesellschaftliche Anerkennung erfahren, die sie verdient haben. Die Hessische Landesregierung wird es daran jedenfalls nicht fehlen lassen. Markige Bekenntnisse aller AfD brauchen wir dafür allerdings auch nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister Prof. Lorz. Herr Kollege Krüger war so sparsam mit seiner Redezeit, dass er jetzt noch ein bisschen Zeit hat. Und deswegen darf ich ihm jetzt auch wieder das Wort erteilen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Lorz, wir nehmen Sie beim Wort.
und sind sehr gespannt darauf, was wir dann vorgelegt bekommen. Vielleicht kann man ja die datenschutzrelevanten Dinge dann auch noch zumindest intern den Abgeordneten zur Verfügung stellen. Ja, wir müssen das ja dann nicht öffentlich machen. Wir sind ja alle geheimschutzverpflichtet. Von daher ist das, glaube ich, gar kein Problem. Und bedanken werden wir uns natürlich erst dann, wenn wir es in Händen halten. Aber ich bin da guter Dinge. Ja? Also insofern schauen wir mal, dann sehen wir schon. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Herr Krüger, an Sie. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt. Mir wurde mitgeteilt, dass wir einig sind, dass wir die Anträge nicht in den HAA, sondern in den KPA verweisen. Das ist okay so, dann machen wir das auch so. So, jetzt will ich Ihnen aus aktuellem Anlass vielleicht doch noch einen kleinen Hinweis machen. Die im Programm ausgezeichneten Redezeiten sind lediglich dienen zur Orientierung. Sie müssen nicht ausgeschöpft werden. Ich will mich jetzt hier nicht mit guten Freunden zerstreiten, aber ich will nur darauf hinweisen, man muss sie nicht ausschöpfen, man darf sie ausschöpfen.